Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15051. 13403 Berlin, 2015, 18. Februar. An Redaktion Christ in der Gegenwart. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, bezüglich der Ehescheidung aus christlicher Sicht fällt mir gerade sozusagen als Beifang während der Vervollständigung der Dalldorfer Zitatensammlung die Auferstehungsfrage der Sadduzäer auf, und zwar deren Einleitung. Matthäus 22, Vers 24. Meister, Moses hat gesagt, wenn einer stirbt, ohne ein Kind zu hinterlassen, soll sein Bruder mit dessen Frau die Schwagerehe eingehen und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Das finde ich schon einigermaßen anstößig. Wie kann einem Verstorbenen Nachkommenschaft erweckt werden? Im Original, also bei Moses, heißt es glücklicherweise erklären Deuteronomium 25, Vers 5 fortfolgende, dass dies den Zweck verfolgt, den Namen des verstorbenen Bruders nicht verschwinden zu lassen. Nun weiß der ausgelernte Bauarbeiter nicht recht, was hat es mit dem Begriff Name im AT bzw. im Pentateuch auf sich? Volkstümlich würde ich einmal auf Identitätsstiftung tippen. Merkmal einer Gruppe, welches diese Gruppe erkennbar macht, gerade wie das Totem eines Indianerstammes. Merkmal, das auch zur Gemeinschaft auffordert, brüderliche, besser geschwisterliche Solidarität erregt. Solidarität ist es aber, die im totalitären Staat zuerst getötet wird und demzufolge ebenso in der deutschen Psychiatrie. Name bedeutet auch individuelle Identität, und diese Identität ist das Gefühl, das Gefäß der Persönlichkeit, die Grenze des Ichs. Auflösung der Ich-Grenze führt in den Wahn. Beispielsweise finde ich es wahnsinnig, in einer Trauerbotschaft zum gewaltsamen Tode einer jungen Frau, Susanne Kahlert, angefertigt von einer Werkstatt für psychisch kranke Menschen, Fliedners Werkstätten, Brandenburg an der Havel, von unserem Herzen zu sprechen, in dem jenes Opfer eines Ritualmordes bei der Firma Future Care Lebensträume, ebenfalls Brandenburg an der Havel, ewig weiterleben wird. Unser Herz, sorry, ich habe mein eigenes Herz und sie hatte auch ein eigenes Herz, die Susanne. Der Koran spricht diesen ich-auflösenden Wahn an. Niemand könne die Herzen der Menschen vereinen, nicht für alles Geld der Welt. Das hat sich der liebe Gott vorbehalten. Leider wird dieser Wahn in entsprechenden Kreisen als Wahrnehmung höherer Entitäten verstanden, als Erleuchtung. Dabei ist es eben, was es ist. Grotesker Schwachsinn, massenhaft auftretend, extrem gefährlich. Opiate lösen die Ich-Grenzen nachgewiesen auf und führen in den Wahn. Gestern beispielsweise hatte ich die Gelegenheit, das Gutachten über einen Kameraden zu begutachten. Siehe bzw. höre www.facebook.com/johannesbuhlmann3, Auftragsdiagnose Schizophrenie. In jenem in seiner Art und Weise völlig durchschnittlichen medizinisch-psychiatrischen Verdammungsgutachten steht ein Satz, der Ihnen, Herr Redakteur, als Menschen des gewählten schriftlichen Ausdrucks eigentlich die Tränen in die Augen treiben sollte, im Sinne eines, er wandte sich ab und weinte bitterlich. Der Satz, Herr X drückte das Opfer mit der Handkante gegen seinen Unterkiefer. Es geht um eine sexuelle Nötigung unter dem Einfluss von Amphetamin. Wie ich diesen Satz auch drehe oder wende, es will mir einfach keinen Sinn darin aufleuchten. Kein Ich, kein Er, kein Du. Wundert es da, dass auch mein und dein abhanden kommen? In Medizinerkreisen wird sowas für genial erachtet. Aber naja, neuerdings stellt ja auch ein an die Wand geschmierter Knabenpopel wertvolle Kunst dar. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.